Herzlich willkommen beim Bezirksblätter-Wochenrückblick. Das sind die Highlights der vergangenen Woche aus Tirol. Zur Impfpflicht gab es in dieser Woche mehrere Meldungen. Die Diözese Innsbruck reagierte mit einer Stellungnahme auf die vermehrte Kritik an der kirchlichen Haltung zur Impfpflicht. Einige Menschen drohten sogar mit einem Kirchenaustritt. Die Diözese äußert sich mit beschwichtigenden Worten und betont, man habe sich nicht für die Impfpflicht ausgesprochen, sondern eine Empfehlung gegeben. Empfehlen würde der noch Ärztekammerpräsident Wechselberger, dass die Impfpflicht ausgesetzt wird. Er stellt den Mehrwert der Impfpflicht im jetzigen Moment in Frage. Wechselberger argumentiert mit der hohen Durchimpfungs- und Durchseuchungsrate. Passend dazu wurde montags das Formular, durch das man die Befreiung der Impfpflicht beantragen kann, auf der Website des Landes online zur Verfügung gestellt. Proteste gab es auch diese Woche wieder. Allerdings geht es diesmal nicht um Corona. Thema ist der Ausbau des Kaunertal-Kraftwerks. Mit einer Aktion am Innsbrucker Landhausplatz forderten die Naturschutzorganisation WWF Österreich und die Vereine Lebenswertes Kaunertal und Wildwassererhalten Tirol, kurz WET, den Stopp des Ausbaus. Die Kaunertalverbauung wäre ein massiver Eingriff in den Wasserhaushalt der Ötztaler Alpen. Bis zu 80% des Wassers aus den umliegenden Flussheiligtümern sollen 2 Täler weit in künstliche Stauseen umgeleitet werden. Eine jahrelange Großbaustelle würde sich anbahnen und mit all ihren negativen Nebenwirkungen 20 Tiroler Gemeinden betreffen. Politische Unterstützung erhalten die Organisationen von der Liste Fritz. Der Ausbau sei ein massiver Eingriff in den Lebens- und Naturraum, gehe auf Kosten der Landschaft und sei im Jahr 2022 nicht mehr zeitgemäß. Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es in Innsbruck. Durch den Unfall wurde ein Auto über die Gegenfahrbahn geschleudert, weiter über den dortigen Gehsteig in die Büsche und kam letztendlich auf der Böschung am Bachbett des Inns zum Stillstand. Die Ersthelfer begaben sich sofort zum Fahrzeug und bargen den Lenker aus dem verrauchten Fahrzeug. Der Mann wurde durch die Rettung erst versorgt und in die Klinik Innsbruck transportiert. Wer sich beim American Football in Österreich auskennt, hat sicher schon etwas von den Telfs Patriots gehört. Wer zum ersten Mal diesen Namen hört, sollte ihn sich gut einprägen, denn das Team spielt in der kommenden Spielzeit erstmals in der EFL, der höchsten Football-Liga Österreichs. Im Interview erzählt Patriots-Präsident David Mariani, was in dieser wegweisenden Saison alles geplant ist. Die vielen anstehenden Herausforderungen nimmt man mit Freude an. Immerhin fühlt man sich so stark aufgestellt wie noch nie. Die Importspieler aus Amerika sind Trumpfkarten des Vereins, genau wie das intensivierte Training. Das erste Duell in dieser Saison wird das Tiroler Derby gegen die Swaco Raiders aus Innsbruck sein. Wir freuen uns schon auf ein spannendes Spiel. Bis zum Tirol Derby am 2. April wird es aber noch etwas dauern. Doch bis dahin haben wir noch einige Freizeittipps für euch. Am 16. Februar wird im Freien Theater Innsbruck die Komödie Die Kaktusblüte aufgeführt. Ihr könnt euch auf einen Theater-Evergreen freuen. Bei wem es lieber sportlich zugehen soll, dem kann man aktuell die Rodelbahnen in Tirol empfehlen. Für den Bezirk Landeck haben wir euch ein Ranking der einzelnen Strecken zusammengestellt. Und wer am Ende doch lieber flexibel oder einfach zu Hause bleiben möchte, dem sei unser neuer Podcast Tiroler Stimmen ans Herz gelegt. Tolle Gäste, interessante Themen und jede Woche eine neue Folge erwarten euch. Wenn ihr keine Nachrichten mehr aus Tirol verpassen wollt, dann registriert euch unter meinbezirk.at/newsletter. Zusätzlich gibt's die wichtigsten Nachrichten in der Meinbezirk Espresso App. Das war's auch schon wieder mit dem Wochenrückblick. Alle weiteren Nachrichten findet ihr online auf meinbezirk.at/tirol. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund.